Spätestens nach dem Messerattentat in Solingen letzte Woche ist das Thema Migration wieder aktueller denn je. Die Unionsfraktion im Bundestag fordert beispielsweise schnellere Abschiebungen und härtere Asylverfahren. Auch in Bayern wächst die Angst vor Gefahren durch illegale Zuwanderung, die momentan vor allem über die sogenannte Balkanroute erfolgt. Über diese versuchen Flüchtlinge etwa aus Afghanistan, Syrien oder selbst aus Afrika nach Europa zu kommen. Der Landweg gilt nämlich als günstiger und sicherer als der Seeweg. Die Routen verlaufen durch verschiedene EU- und Nicht-EU-Länder und bündeln sich in Kroatien. Von dort geht es weiter, meist bis nach Bayern. Deshalb haben sich heute auch Innenminister Joachim Herrmann und sein kroatischer Amtskollege Davor Bocinovic zu Gesprächen getroffen. Wir informieren uns gegenseitig, was aktuell entsprechend los ist. Kroatien macht seine Arbeit an der EU-Außengrenze. Das ist sehr respektabel, weil das leider von einigen anderen europäischen Ländern nicht so praktiziert wird. Die Asylpolitik des Bundes heißt der Innenminister aber nicht gut. Wir sind da insgesamt auf einem guten Weg. Wenn der Bund mithelfen würde, vor allen Dingen die Blockade durch eine Reihe afrikanischer Länder zu lösen, dann könnten wir jetzt schon deutlich mehr abschieben. Während 2019 noch über 3.500 abgelehnte Migranten aus Bayern abgeschoben wurden, bricht die Zahl während Corona ein. Mittlerweile wird wieder mehr abgeschoben, aber die alten Zahlen werden nicht wieder erreicht. Einen sofortigen Einreisestopp für Migranten aus Afghanistan und Syrien oder eine radikale Wende in der Flüchtlingspolitik halten viele Experten aber für überstürzt. Die Abschiebungen haben kein rechtliches Problem, sondern vielmehr ein Umsetzungsproblem. Die Behörden müssen dann eben besser zusammenarbeiten. Und das Problem liegt aber nicht nur in Deutschland oder in den europäischen Mitgliedstaaten, sondern auch in den Herkunftsländern. Die Situation ist so schlecht, dass oft nicht abgeschoben werden kann. In jedem Fall bleibt die Zusammenarbeit zwischen Kroatien und Bayern stark, da die Migrationsfrage nur in europäischer Zusammenarbeit gelöst werden kann.